Onkel Dagobert! Onkel Dagobert! Tick, was ist passiert? Ich habe dieses Stück Papier im Keller gefunden. Es sieht aus wie ein Teil einer Schatzkarte. Guck, es geht um den geheimen Schatz von McDuck. Es sieht aus wie die echte Karte, ja. Aber wo ist der Rest der Stücke? Gut, gut. Onkel Purges muss sie in Teile geschnitten haben und sie in der ganzen Welt verteilt haben, die Stücke. Okay, Jungens, Kirchentypen, was auch immer. Wir gehen auf Schatzsuche. Yay! Und damit begrüße ich euch heute zu einem neuen Let's Play. DuckTales 2. Und hier hören wir erstmal schön den DuckTales Intro Song. Ja. Ah, wie schön. Nachdem ich ja DuckTales 1 bereits vor, jetzt muss ich überlegen, glaube ich, knapp 5 Monaten durchgespielt habe. Ein sehr kurzes Spiel. Wird es meiner Meinung nach jetzt Zeit für DuckTales 2. Damals diente DuckTales 1 als kleine Brücke, während... Sound, please. Während meiner kleinen Let's Play-Pause. War ein gutes Projekt von 3 Parts und das hier wird wahrscheinlich auch nicht sehr viel länger dauern. Dient auch als kleines Zwischenprojekt, da ich mein eigentlich geplantes Projekt noch ein ganz bisschen nach hinten verschieben möchte. Da dieses Projekt doch eher ein Test ist. Also es ist kein Let's Test, ich spiele das Spiel durch. Aber... Ihr seht es ja schon, links und rechts sind jetzt Ränder. Richtig edel. Ich benutze nämlich ein neues Renderprogramm. Oh, geht von vorne los. Gut, ich rede mal währenddessen weiter. Kann ich das überspringen? Ja. Was soll ich sagen? Dient als Test meines neuen Renderprogramms, nämlich Camtasia Studio 8. Ja, richtig cooles Programm, wie ich finde. Und ich möchte mal so das ein bisschen austesten und werde wahrscheinlich jetzt immer für 4:3 Projekte, beziehungsweise Gameboy, was ist denn das hier für ein Format? 8:7 oder so? Ne, 5:4, ach weiß ich nicht. Werde ich vermutlich jetzt immer so eine Ränder einbauen. Ich finde das eigentlich ganz edel, wenn ihr natürlich alle sagt, Streck auf 16:9. Kann ich das gerne machen? Ja, müssen wir aber gucken. Ich denke, das geht. So, allerdings war das jetzt hierfür ein bisschen schwer, den Rand zu designen, das weiß ich noch. Weil, naja, zu DuckTales 2, da findet man einfach kaum Screenshots. Da musste ich jetzt das nehmen. Ist, glaube ich, ein bisschen verpixelt. Ich habe leider keinen besseren hingekriegt. Ich hatte auch eine Erstlingsversion, die noch schlimmer aussah. Aber gut, das Design werde ich wahrscheinlich so beibehalten. Ich mag das zum Beispiel nicht, wenn andere Let's Player das so machen, dass, ach lass, dass zum Beispiel Teile des Bildschirms verdeckt werden. Ich finde das nicht hübsch, also wenn zum Beispiel das Logo des Spiels oder einfach ja der ganze Rand so ein bisschen über den Spielbildschirm geht, das mag ich nicht. Deswegen werde ich das so beibehalten und oben und unten ist auch nichts, das könnte man zur Not noch machen. Aber ich finde es eigentlich schön, wenn nur links und rechts, was eigentlich schwarzer Balken wäre, ersetzt ist. So. Ich denke, das reicht erstmal. DuckTales 2, meine Info zum Spiel, erschien, glaube ich, sofern ich das jetzt aus dem Intro da richtig gesehen habe, 1993, ebenfalls von Capcom. Konnte nicht an den Erfolg des Erstlings anknüpfen. Ist meiner Meinung nach aber trotzdem ein ganz netter Nachfolger. Nicht so gut wie Teil 1, finde ich auch. Aber es verdient trotzdem seinen Platz auf meinem Kanal, finde ich. Gibt's noch irgendwas zu ankündigen? Das Projekt ist nicht blind, ich habe es durchgespielt, ist noch gar nicht lange her. Und ich finde, also wir spielen auf Easy, kann ich mal gleich sagen, da ich finde, dass das Spiel... sehr viel Sound, please, sehr viel schwerer ist als der Erstling. Ich bin hier echt sau oft gestorben, musste auch sehr viel Save States benutzen. Werde ich hier vielleicht auch machen, denn ich habe keinen Bock auf Rager und naja, müsste halt mit leben, ne? So, gibt es noch irgendwas anzukündigen? Ich mache das immer sehr gerne in der ersten Folge. Ich glaube nicht. Oh nein. La, 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 la. Easy. So. Wo soll es hingehen, Onkel Dagobert? Warum nennt Dings ihn eigentlich Onkel Dagobert? So, anders als in DuckTales 1 hatten wir, glaube ich, 4 Welten. Hier haben wir tatsächlich 5 Welten. Ja, und ich würde sagen, wir gehen das so chronologisch durch. Zuerst Niagara, Scotland, Mu, dann gibt es da hinten noch, genau, Bermuda und Ägypten. Wir fangen mal mit Niagara an. So, das sind die Niagara-Fälle. Um da rüber zu kommen, musst du springen, musst du von Lok. Das heißt ein Lok noch. Floß, glaube ich, oder sowas, oder? Nee. Liane? Nee, ach, ich weiß es nicht. Musst du von Lok zu Lok springen. Die Legende besagt, dass der fabelhafte Kristall, Blumenkristall, das nur alle 1000 Jahre blüht, auf der
fernen Seite der Fälle ist. Sei vorsichtig. Flynn fährt Glomgold. Glomgold, ach, wer war das noch? Glomgold, kenn ich auch irgendwie. Ist auch nach dem Schatz her. Beziehungsweise nach dem Kristall, nach der Kristallblume. Möchtest du dahin, Onkel Dagobert? Yeses. So. Gameplay ist ziemlich genau wie in DuckTales 1. Mit A können wir springen. Ja, mit dem Steuerkreuz, beziehungsweise bei mir Stick, weil ich mit Stick spiele, können wir laufen. Bei B können wir so im Stand nichts machen. Wenn wir aber nichts in der Luft B drücken, können wir unseren Pogo-Stick ausfahren und da ein bisschen rumjumpen. Also das Gameplay ist genauso wie in DuckTales 1. Also eigentlich nur, kann man fast sagen, Add-on, ne? So, diese Frösche erinnern mich irgendwie an die Frösche aus Mega Man. Beziehungsweise Mega Man 2. Gab es in Mega Man 1 auch? Ich weiß nicht. Ich habe nur Mega Man 2 gespielt. So, bestimmt meint er das mit den Loks, wa? Da kann man sich nämlich jetzt ranhängen. Auch eine Neuerung, kann man sagen. Und findet sich einmal der erste Schatz. Den können wir kloppen übrigens, wenn wir dagegen laufen und dann B drücken. Mann, habe ich gleich die Blume gekillt. Ich bin ja so gut. Egal. So, was haltet ihr denn vom von den Rändern? Hm? Habe ich es eigentlich schon im Intro so gesehen gesagt, aber egal. So. Ich werde jetzt übrigens, noch eine Neuerung. Werde ich jetzt immer so machen, dass jetzt am Anfang, also ich weiß ja nicht, ob ich das hier auch so machen werde, weil das Intro sehr kurz ist. Aber wenn das Spiel losgeht, der Part, ist der Bildschirm erstmal schwarz und die Farbe kommt dann so langsam. Genauso wie am Ende des Parts. Finde ich sehr schön, machen viele Let's Player auch. Das war mit meinem alten Renderprogramm nicht möglich. Genauso wie Schriften einfügen, geht jetzt deutlich einfacher. Also das muss ich jetzt über Movie Maker machen und dann nochmal rendern und alles dumm. Und da hatte ich auch öfter so, wie nenne ich das, Audio- und Videoverschiebungen, dass der Sound erst später zum Bild kam, also meine Stimme zum Beispiel. Das ist jetzt nicht mehr so. Also es war früher nur so, wenn ich Schriften einfügen wollte. Normal auch nicht. Hallo, Onkel Dagobert. Da sind ein paar Flöße, das heißt Flöße, ne? Flöße da vorne. Wenn du sie bewegen willst, musst du einfach nur die Wand mit dem Golfschwingen schlagen. Also auf der anderen Seite. Ich wusste nicht, wie ich das überhaupt beschreiben soll. Aber erstmal, Schatz. Oh. Muss den Zeichen folgen, um zum Geheimschatz zu kommen. Ja, das habe ich auch irgendwie nie gecheckt, was das soll. Und ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, muss ich ehrlich zugeben. Das ist natürlich doof. So, und ich habe ja auch angekündigt, ich möchte jetzt immer 20-Minuten-Parts machen. Trotzdem wird dieses Projekt... Oh. Jetzt sind wir Super Saiyajin, Dagobert. Scheiße. Jetzt habe ich es verkackt. Stirb. Warte mal, mach das anders. Eieiei. Was wollte ich sagen? Nämlich werde ich jetzt ab sofort trotzdem noch kurze Projekte. Wie man dahin kommt, habe ich auch nie verstanden. Egal. Werde ich ab sofort trotzdem noch kurze Projekte. Das heißt in diesem Fall wie DuckTales oder was habe ich noch so geplant in nächster Zeit. Weiß ich nicht. In nächster Zeit habe ich keinen kurzen Projekt geplant. Werden trotzdem nur 15 Minuten Parts sein. Da wir dann ein bisschen mehr Parts kriegen und sonst in 20 Minuten wäre es in 2 Parts schon rum. Wäre auch ein bisschen blöd, ne? Deswegen werden es hier weiterhin 15 Minuten Parts sein. Aber ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, deswegen weiß ich nicht, wie viel jetzt noch. Wie viel Zeit ich jetzt noch habe, muss ich ehrlich zugeben. So, kann es schon sein, dass ich erstmal sterbe? Nein. So, und die können wir jetzt übrigens auch greifen, ist auch eine Neuerung. Zack. Können wir den da hintragen. Wie es aussieht. So, oder ist Niki? Das ist die Niki. So sah also ich sie, ne? So, und ich sehe doch hier schon den Geheimschatz. Erstmal hier. Du hast eine Röntgenbrille erhalten. So kannst du alle geheimen Schätze sehen, alle geheimen Items. So, hier können wir rüberspringen. Ah, voll versteckt. Ah, hier gab es einen Trick. Moment, das war eine Falle, glaube ich. Ja, wunderbar. Ey. Ey! Alter, wie mich mobben. Voll fies. Ach ja, genau der eigentliche Hauptgrund, weshalb das Spiel so schwer ist. Stimmt, jetzt haben wir so einen Teil der Schatzkarte gefunden. You found a piece of the map. Was ich gerade sagte. What the hell? Oh, Bubba, Babo, Babo. Babo. Das ist voll der Babo. Nee, wie ist der noch? Ich weiß nicht, wie der heißt. Dieser komische Steinzeit-Typ, wie den hier immer hatten. In der Serie. Sei vorsichtig, Dagobert. Einer von Schatzboxen ist Falle. Dass dich hängen lassen kann. Hängen lassen kann. Mein Englisch Skills sind nicht unglaublich. Ich habe jetzt aber extra so scheiße gesprochen. Boah, der stirbt schon bald. Gibt's ja gar nicht.
So, das Fiese beim Spiel war nämlich, dass man irgendwie so kaum Torten oder sowas findet, die einem Leben wiedergeben. Okay, Dagobert. Gyro, also Daniel Düsentrieb, ist gefangen worden. Du musst ihm helfen. Heraushelfen. Ja, ist doch klar, mach ihn doch locker. So. Ich habe jetzt schon Respekt vor dem Spiel, muss ich ehrlich zugeben. So, ich glaube rechts war Daniel. Daniel. Das war... Die Dinger waren fies. Ich erinnere mich. Oh. Das ganze Spiel ist gemein. Ah, ich bin gut durchgekommen. Ja, da ist er doch schon. Ich bin sehr viel fieser als DuckTales 1, um dir zu geben. So. Danke, Onkel Dagobert. Hier, nimm diesen Eisenadapter. Du kannst ihn gebrauchen, um Dinge kaputt zu machen, die mit einem normalen Kaporo-Stick nicht möglich waren. Genau. So, und ich werde jetzt gleich mal, Hä? Ah, so ging Safe State. Okay. Ach, Moment. Ich Idiot! Nein! Oh, alter Schwede, das war... Skull. Mit Ü. So, und die können wir jetzt nämlich kaputt machen. Zack. Und, ah, schön. Ein Eis. Ich glaube, das ist ein Eis. So, jetzt muss ich halt überlegen. Ich glaube, das ist erstmal schlau, wenn da... Ach, stimmt ja. Die ganze Zeitlupendinger. Ja, trotzdem voll fies. Tut, 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 tut. Okay. Na gut. Trotzdem nicht allzu viel Schaden bekommen. Hm, ich glaube, da hinten geht's weiter, aber ich traue mich nicht da rein. Nee, ist nichts. Okay. Dann benutzen wir das Band hier mal ganz geschwind. So, ich glaube, es ist auch gleichzeitig... Ist es schon Zeit, die erste Folge zu beenden? Ich weiß es nicht. Das ist fies. So, ich glaube, wir müssen erstmal hochgehen. Uns darauf fallen lassen. Und von hier darüber springen. Oder auch nicht. Nee, nee. Wie ging das nochmal? Oder muss man einfach nur so machen? Nee, es geht nicht. Spiel, du bist gemein. Wie ging das nochmal? Von hier kommt man da, glaube ich, nicht so rauf. Das war der Witz, ne? Ja, man spawnt irgendwie automatisch irgendwie voll an die Kanten. Ah ja, jetzt ging's. Ist klar. Money in the World. Money in the World. Das ist ein guter Titel für die erste Folge. Weil es geht ja auch über die ganze Welt, obwohl DuckTales 1 auch. Hallo, Quack, Theresa. Bitte zurück, Onkel Dagobert. Wir sagen wieder, wie in DuckTales 1. No. Und gehen weiter. So, Freunde, ich würde sagen... Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich habe voll verpennt, auf die Uhr zu gucken. Hier sind 18 weitere Schätze, die ungeöffnet sind. Ja, es ist irgendwie total dumm. Es gibt so eine Schatzzone, die einem sagen, wie viele noch da sind. Aber ganz ehrlich, Freunde, ich werde hier noch weniger Secrets finden als in DuckTales 1, weil mir das Spiel nicht so vertraut ist. Aber naja. Freunde, ich würde sagen, ich beende hier einfach mal die erste Folge, ganz gewagt. Ja, in der Hoffnung, dass, Wow! Mann, Leute, jetzt habe ich das hier auch schon, das Problem, wie in Mass Effect 3. Wieso bricht jetzt sogar hier die Framerate ein? Das hatte ich früher doch nie. Ich verstehe das nicht. Okay, ich habe gerade mal kurz den Schnitt, den ich eingesetzt habe, mal zu gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Ich lag gar nicht so schlecht. Wir haben noch knapp eine Minute. Das ist jetzt fies. Orwin. Mann, du bist kacke, Spiel. Oh, fick dich, Framerate. Oh, Mann, ey. Was ist denn los? Ja, Leute, irgendwie ist jetzt alles tot. Wartet mal, Moment. Zack. Ja, Leute, ich kann da ja auch nichts für, wenn die Framerate einbricht. Also so ein bisschen slower läuft das ja öfter auf den Gameboys. Das ist auch auf dem Original-Gameboy so. DuckTales 1 habe ich ja auch mal original gespielt, tatsächlich. Ja, das ist voll dumm. Man kann nicht zwei Items auf einmal tragen. Das heißt, wir mussten uns hier entscheiden. Ich habe mich mal für Dings entschieden, weil hier... böse, böse Gegner sind. Vor denen ich Angst habe. Mann, ich hasse diese Framerate, wenn die einbricht. Ich verstehe auch, warum ich das manchmal habe. Zum Beispiel so läuft es jetzt langsamer, das ist normal. Dann ist das Spiel schuld. Ein Gameboy hat eh nicht viel Frames, wenn das hier nur auf... was weiß ich... 20 Frames läuft, habe ich damit kein Problem.
Das war gemein. Moment, Scheiße, wo habe ich jetzt gespeichert? Okay, ich habe hier gespeichert. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war die erste Folge DuckTales. Ich hoffe, ihr freut euch auf dieses Mini-Projekt. Und ich überlege mir mal, was wegen dieser scheiß Framerate. Ich verstehe nicht, woran das liegt. Dagobert denkt nach und lässt den Hut in der Luft schweben. Aber Freunde, wir sehen uns dann in der nächsten Folge DuckTales 2 wieder. Die Tastatur ist so weit von mir weg. Freunde, bis zum nächsten Part. Ciao.